Winfried Herrmann begründete heute Morgen im Bundesrat die Ablehnung der Grünen zum vorliegenden Geologiedatengesetz. Dieses Gesetz hat eine ganz besondere Bedeutung bei der Suche nach einem atomaren Endlager, denn es regelt den Umgang mit Bodendaten. Dieser Vorgang einer Endlagersuche ist ja ein hochschwieriger Vorgang. Er wird eine ganze Generation, wenn nicht gar zwei, drei Generationen befassen. Es ist ein politisch schwieriger. Teile der geologischen Daten stammen aus privatwirtschaftlichen Untersuchungen und der Bund will, dass diese Daten vertraulich bleiben. Grüne Länderminister wollen alle Daten veröffentlichen, denn die Bevölkerung soll nachvollziehen können, wie die Festlegung auf einen Endlagerstandort zustande kommt. Der Atommüll wird für 1 Million Jahre im Boden im Endlager gelagert und deswegen ist es von zentraler Bedeutung, dass der beste Standort in Deutschland gefunden wird und deswegen ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit erfahren kann, welche geologischen Daten wo vorhanden sind. Der Bundesrat hat das Gesetz in der vorliegenden Form abgelehnt. Nun muss der Bundestag den Vermittlungsausschuss anrufen. Angeblich habe die Große Koalition inzwischen Bereitschaft zur Einigung signalisiert.